Hi, ich bin's, eure Cassie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht's um die perfekte Winterpflege. Wir kennen das ja alle, die Lippen sind spröde, rissig, die Haut ist sehr trocken, schuppig. Was kann man dagegen machen? Darum geht's heute. Es geht um die Winterhaut. Was wir oftmals das Problem haben, dass alles spröde und trocken ist, insbesondere die Lippen. Kleiner Tipp am Anfang, nicht drüber lecken. Dadurch trocknen die Lippen noch mehr aus. Lieber etwas, eine Fettcreme verwenden. Die Haut, die ist auch sehr, sehr trocken. Das heißt, sie braucht im Winter auch nochmal extra Pflege. Hier nehme ich zum Beispiel die Pflegecreme von Alterra. Die ist mit Bio-Granatapfel, ist eben für sehr trockene Haut und die liegt auch so ein bisschen auf. Und das soll sie auch. Also sie soll nicht gleich einziehen und damit könnt ihr wirklich schön gepflegt und ruhig schlafen gehen und erwacht mit einer schönen neuen Haut. Wenn ihr mal rausgeht, habe ich noch einen sehr guten Tipp, gerade für die, die laufen gehen. Die gute alte blaue Dose, auch noch aus Omas Zeiten. Ganz normale Nivea-Creme. Nivea-Creme ist Fettcreme und Fett schützt vor Kälte. Das heißt, die mache ich mir, wenn ich laufen gehe, auf die Lippen und auch auf die Nase, damit die nicht so rot wird. Und dadurch ist es mir auch nicht so kalt im Gesicht. Glänzt aber, das muss man natürlich beachten, aber wenn man eh Sport treibt, schwitzt man in der Regel sowieso. Mein zweiter Tipp, generell bei trockenen Lippen, ist Blistex. Blistex brennt so ein kleines bisschen auf den Lippen. Das liegt daran, dass es so ein bisschen die Lippen aufplustert. Mag ich sehr, sehr gerne. Gerade wenn ich danach gleich einen Lippenstift drauf gebe, weil der zieht nämlich ein bisschen schneller auch ein. Kann man auch in die Lippenfarbe mit reinmischen. Noch als kleiner Tipp nebenbei. Mein viertes Allround-Produkt ist der Aprikosenstift von Dessay. Praktisch zum Rausdrehen, hat Aprikosenkernöl drinnen, super für die Lippen als Pflege. Viele verwenden das aber auch, kann man direkt auf die Nase, auf die Wangen hier so auftragen, habt ihr auch einen Kälteschuss. Glänzt nicht ganz so sehr wie eine Nivea-Creme, also super Tipp eben für den Alltag. Viele nehmen den auch bei Insektenstichen her, das soll dann nämlich auch ein bisschen helfen. Und als letzten Tipp habe ich euch noch die fünfte Creme. Das ist die Maximas Explicit Creme, die Autumn Winter Season. Das ist eine Übergangscreme, würde ich sagen. Das heißt, sie ist nicht ganz so reichhaltig. Also perfekt für die Leute, die im Sommer weniger eine Creme benötigen. Das heißt, sie zieht nämlich schneller ein, hat Jojobaöl mit drinnen, Shea Butter, aber ist nicht ganz so fest, auch nicht so fest von der Konsistenz. Das heißt, sie liegt nicht so lange auf. Also perfekt für den Übergang, vielleicht auch nur für den Herbst und für den Frühling. Und genau, das waren meine 5 Tipps für die perfekte Winterpflege. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch, ich freue mich darüber. Abonniert auch gerne unseren Kanal und das nächste Video seht ihr gleich hier. Viel Spaß, eure Cassie.